Tracking ist die Art von Magie, die du brauchst, wenn deine Animationen oder Overlays sich synchron zu deinem Video bewegen sollen. Und wir schauen uns heute mal unterschiedliche Arten von Tracking an und wie man das in Fusion, also DaVinci Resolve, umsetzt. Wir unterscheiden dabei drei unterschiedliche Arten von Tracking: Point Tracking, Planner Tracking und 3D Kamera Tracking. Die ersten beiden sind sogar in der kostenlosen Version von DaVinci Resolve erhältlich und die gucken wir uns heute an. Und für 3D Kamera Tracking kommt dann ein gesondertes Tutorial bald auf dem Kanal, also du weißt, was das heißt, abonnier den Kanal. Point Tracking ist das Positionsdatensammeln eines Pixelmusters in X und in Y Richtung. Und das kannst du nutzen, um zum Beispiel an diesen Punkt verschiedene andere Dinge anzuknüpfen, die dessen Bewegung brauchen, gerade für Motion Graphics oder Callout Titles, wie ich dir da oben schon mal ein Tutorial gemacht habe. Und das gucken wir uns jetzt an. Also, mit meinem Clip Selected möchte ich in Fusion gehen. Okay, in Fusion möchten wir uns mit Shift Space eine Tracker Node hier heraussuchen und sie in unseren Flow legen. Und wenn wir uns die anzeigen lassen, dann seht ihr, haben wir hier bereits einen Tracker-Punkt, den wir irgendwo hin positionieren können. Okay, die Box können wir natürlich hier groß und klein machen und die gestrichelte Box hier herum ist quasi das Suchfeld. Je kleiner das Suchfeld, umso schneller ist der Tracker beim Tracken. Aber bei viel Bewegung muss man natürlich das Suchfeld ein bisschen vergrößern. Hier drüben sehen wir ja das Pixelmuster, wonach unser Tracker sucht. Und hier können wir nicht nur nach dem einzelnen Channel suchen, sondern auch nach Saturierung. Was zum Beispiel super wichtig ist, wenn du helle Hauttöne von einer weißen Wand raustracken willst. Und dann können wir natürlich durch die einzelnen Channels durchsortieren und uns dahingehend ein Pixelmuster zurechtlegen, was vor allen Dingen viel Kontrast hat. Okay, ich für meinen Fall möchte hier mal das L tracken. Also drücke ich hier oben auf Track. Forward. Bumm, hat er jetzt getrackt, aber irgendwo hier verlässt mein Tracker seine üblichen Bahnen. Und das bedeutet, ab hier erkennt er aufgrund der Motion Blur das L nicht wieder. Und das bringt mich zu einem der wichtigsten Punkte überhaupt, nämlich das Cleanen deiner Trackdaten. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen in die Keyframes und löschen diese ganzen Tracker oder wir positionieren die jetzt noch manuell nach, weil am Ende wird er diesen verschwommenen Text hier nicht mehr finden. Das heißt, ich gehe zu dem Punkt, wo er noch das Ganze erkennt. Und jetzt gehe ich durch und repositioniere die Tracker ein wenig. Du musst die Tracker-Punkte nicht Frame für Frame anpassen. Es hilft meistens, jeden zweiten oder jeden dritten Frame anzupassen und die dazwischenliegenden Keyframes zu löschen. Bedenke allerdings, dass sobald du ein Keyframe aus dem Tracking-Data löschst, du allerdings auch keinen neuen setzen kannst. Und dann gehe ich zu dem letzten Frame, wo ich mein L vermute und lösche einfach die allerletzten Keyframes. Und damit haben wir doch schon mal einen Track, der gecleant ist und der sich gut mitbewegt. Wenn dein Tracker beim Tracken immer wieder abspringt, dann solltest du auf jeden Fall mal unterschiedliche Adaptive Modes nutzen. Die Adaptive Modes finden wir hier oben. Von None können wir auf Every Frame gehen oder Best Match. Aber was ist jetzt der Unterschied zwischen diesen Adaptive Modi? None ist ziemlich restrictive. Das bedeutet, das Pattern, nach dem der Tracker sucht, muss haargenau so aussehen. Best Match lässt schon mehr Variabilität zu und Every Frame sucht jeden Frame das Ergebnis von des vorangegangenen Frames. Das bedeutet, Every Frame ist vor allen Dingen dann gut, wenn du viel Lichtverhältnisänderungen hast. Aber Every Frame tendiert auch sehr stark dazu, einfach mal woanders hinzuwandern, weil es sich denkt, huh, das sieht so aus wie das, was ich vorher hatte. Und Best Match ist so der Happy Middle Ground. Okay, wenn sich jetzt etwas mit deinem Tracker mitbewegen soll, dann holst du quasi das rein, was du haben möchtest und verbindest es mit dem grünen Pfeil des Trackers. Dann gehst du im Tracker hier unter Operation auf Match Move und schon bewegt sich das, was du haben möchtest, mit deinem Tracker mit. Du siehst ja allerdings, bei mir ist das irgendwie komisch, nicht ganz an der Stelle, wo ich das ganze Ding getrackt habe, sondern irgendwie weiter unten. Und das liegt an dem Tracker Pfad. Und den kannst du einstellen, indem du in die Tracker gehst und hier mit X und Y Offset den wieder an die richtige Stelle führst,
wo du ihn haben willst. Dabei bleibt die Bewegung des Pfades die gleiche. Und das ist vor allen Dingen sinnvoll, falls du nämlich einen Punkt hast, der sich ziemlich schwer tracken lässt, kannst du einfach einen anderen nehmen und dann mit X und Y Offset den Tracker-Pfad dahin schieben, wo du ihn haben willst. Apropos Tracker-Pfad. Dieser Tracker-Pfad wurde übrigens als Modifier abgelegt. Wenn du in den Tracker, nämlich auf Modifiers gehst, dann haben wir hier diesen Tracker 1.path. Und dieser Modifier, den kannst du an alles Mögliche dranhauen. Das wird nämlich vor allen Dingen dann sinnvoll, wenn du irgendwelche bildverändernden Effekte auf dein Video legen willst und genau diese Tracking-Punkte dafür nutzen magst. Okay, ich disconnecte hier mal meine Ellipse und lösche die, die brauche ich nicht, und schiebe mal meinen Tracker hier an die Seite. Wenn wir uns jetzt mit Shift-Space den Dent-Effekt raussuchen und den hier einfach da hinten einfügen, dann siehst du, wir haben hier X- und Y-Werte. Und die können wir jetzt an den Tracker binden, indem wir mit Rechtsklick draufgehen, Connect to, und dann haben wir Tracker 1 Path Position. Und damit fährt unser Auto jetzt den Dent-Effekt spazieren. Ziemlich lustig. Also probier dich aus, wenn du mal so ein dickes Hirn haben willst. Eine kleine Möglichkeit möchte ich noch besprechen, nämlich diesen Lock-on-Stabilization-Effekt. Wenn du nämlich erstmal deinen Tracker getrackt hast, dann kannst du im Merge von Foreground over Background, also das, was wir vorhin genutzt haben, um die Ellipse sich bewegen zu lassen, können wir nämlich auf Background Only stellen, und jetzt stabilisiert es quasi den Hintergrund anhand unseres Trackers. Und wenn du dir das jetzt mal anguckst, dann wirst du sehen, dass der Tracker immer schön in der Mitte bleibt. Du darfst nur nicht vergessen, am Ende dann noch eine Transform hier reinzuziehen und das Ganze etwas größer zu machen. Okay, und somit schaffst du diesen Locked-Off-Stabilization-Effekt, den du auch super für Tanzvideos nutzen kannst. Point-Tracking hat viele Vorteile, wie zum Beispiel, dass es verdammt schnell geht und dass man die Koordinaten in diesen Ebenen schnell für Animationen nutzen kann über Connect-To und dann boom. Aber Point-Tracking benutzt keine wirklichen Daten zwischen den einzelnen Trackpunkten, die man trackt. Und dafür ist der Planner-Tracker da. Der Planner-Tracker errechnet quasi aus den unterschiedlichen Punkten die perspektivische Verformung für die einzelnen Sachen. Und damit kannst du so Dinge machen wie Videos auf Wände malen, dich selbst in Fotorahmen reinbringen oder mal schnell eine Textanimation auf den Boden zeichnen. Jo, und wie das geht, das schauen wir uns jetzt an. Okay, hier haben wir unseren schönen Racetrack, auf dessen Boden wir hier etwas draufhauen wollen. Und das machen wir am besten mit dem Planner-Tracker, weil es eine gerade Fläche ist. Und dazu suche ich mir zuallererst den Planner-Tracker raus und verbinde den hier lose mit meinem Media-In. So, den lasse ich mir mal anzeigen. Und jetzt, siehst du, bekommen wir zuallererst mal ein Kreuz, um eine Spline zu ziehen. Ich gehe jetzt an den Anfang meiner Komposition und ziehe jetzt mal hier eine Area hin, wo ich denke, da lässt sich gut tracken. Dann klicke ich hier oben auf Set und dann klicke ich hier auf Track to End. Und jetzt siehst du, kommen hier so kleine Linien. Und diese Linien sind quasi meine Tracking-Punkte, die jetzt quasi kalkuliert werden. Okay, nachdem ich mein Footage getrackt habe, ist es an der Zeit, hier mal einen Text reinzuhauen. Und da suchen wir uns mit Shift-Space eine Text-Node raus. So, und den können wir nämlich jetzt ganz einfach damit einbauen, indem wir in die Planner-Tracker-Node gehen und uns hier ein Create-Planner-Transform erstellen. So, und jetzt ziehen wir das hier rein und verbinden das Ganze mittels Merge hier dazwischen. Und wenn wir uns das angucken, dann siehst du, bewegt sich unser Text schon mal mit, aber er scheint noch nicht ganz auf der Straße zu liegen. Und das können wir in der Textnode beheben, indem wir in die Textnode gehen und hier unter Layout, Rotation, das Ganze mal auf Seite drehen und um die eigene Achse, und zwar so, bis es uns gefällt. Und damit das Ganze nicht so hier heraussticht, können wir ganz einfach uns die Farbe hernehmen, die wir hier auch schon haben. Okay. Und wenn du jetzt noch ein Logo einbauen möchtest, dann kopierst du dir hier zuallererst mal das Planner-Tracker-Tool und mergest das hier dahinter. Okay, als nächstes wollen wir unser Logo hier reinziehen und uns das mal anzeigen lassen. Und du siehst, auf einmal ist der Sprung in Größe da, weil dieses Logo gar nicht so groß ist
wie dieses Video. Das heißt, wir müssen es erstmal auf Größe bringen. Das heißt, wir suchen uns erstmal einen Background raus und wir verbinden das Logo in den grünen Pfeil der Merch. Okay, und den Background ziehen wir einfach runter und jetzt haben wir unser Logo schon mal auf der richtigen Größe. Und jetzt haben wir ganz einfach die Möglichkeit, mittels Shift-Space ein DWE-Tool rauszusuchen. Und dann haben wir hier nämlich im DWE-Tool nämlich auch die Möglichkeit, das Ganze in 3D zu setzen, ähnlich wie den Text. Und das stellen wir so ein, dass es passt. Und das verbinden wir dann mit dem Planner Transform. Und schon haben wir unser Logo da, wo wir es haben wollen. Und damit habt ihr quasi jetzt auch Planner Tracking gelernt. Apropos Planner Tracker, der Tracker in der Color Page ist übrigens auch ein Planner Tracker. Tim vom Farbkanal hat hier dazu mal ein Video gemacht. Und falls du es noch nicht gesehen hast, schau dir mal das Sharingan Tutorial an, weil da nutzen wir Masken und Tracker in Kombination, um weniger Arbeit beim Augenrotoscoping zu haben. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Hau rein, Kameramagier. Ciao.